Sie tragen zwar giftiges Rot, sind aber völlig ungefährlich. Feuerwanzen leben harmlos neben uns her. Und dabei sind sie dem Menschen ziemlich ähnlich. Die Jungen hängen am liebsten zusammen in irgendwelchen Ecken rum. Und die Erwachsenen sind oft sehr individuell. Ungarische Forscher haben herausgefunden, dass Feuerwanzen Persönlichkeit haben. Manche Weibchen ziehen unerschrocken los und sind sehr unternehmungslustig. Andere warten erstmal ab und checken die Lage. Echte Individuen also, direkt vor unseren Füßen. Der Volksmund nennt die Feuerwanzen Feuerkäfer, aber die sehen ganz anders aus. Wie Käfer eben, ohne Muster auf dem Rücken und ohne den speziellen Stechrüssel. Den brauchen die Wanzen aber, um zu überleben. Ihre Nahrung sind trockene Samen von Malvengewächsen wie Stockrosen oder Linden. Und die haben eine sehr harte Schale. Durch die müssen sie stechen, bevor sie Verdauungsenzyme injizieren und die Samen danach aussaugen können. Im Frühjahr, wenn es nur wenig Nahrung gibt, sind die Samen heiß umkämpft. Jeder versucht, seinen Rüssel irgendwie zu platzieren. Wem das Durcheinander zu viel wird, der weicht aus auf eine tote Hummel oder eine knusprige Assel. Deren Panzer ist aber fast noch schwieriger zu knacken als die Samenschalen. Die weichste Stelle scheint irgendwo auf der Unterseite zu liegen. Wie viele andere Tiere helfen Feuerwanzen dabei, unsere Gärten sauber zu halten. Selbst tote Artgenossen saugen sie ordentlich aus. Am bekanntesten ist wahrscheinlich ihr Paarungsverhalten. Um Konkurrenten abzuwehren, versucht das Männchen, die Paarung möglichst lange hinzuziehen. Dafür dockt es am Weibchen an und schleppt es bis zu 7 Tage hinter sich her. Das führt nicht selten zu Meinungsverschiedenheiten über den gemeinsamen Weg. Wieder ein sehr menschlicher Zug. Den jungen Feuerwanzen fehlt die auffällige Zeichnung auf dem Rücken. 5-mal müssen sie sich häuten, bevor sie zu einem erwachsenen Prachtexemplar werden. Kommen sie in dieser Zeit mit dem Häckselgut von Balsamtannen in Kontakt, können sie sich nie fortpflanzen. Manche Gärtner nutzen das, um die Feuerwanzen in ihrer Ausbreitung zu hemmen. Aber eigentlich müssen wir das nicht, denn Feuerwanzen sind nicht schädlich. Und wenn sich doch mal eine ins Haus verirrt, dann reichen Schaufel und Besen, um ihr schnell wieder zurück in den Garten zu helfen.